Ja, herzlich willkommen. Nächste Session. Ich lade Sie herzlich ein, sich verschiedene Möglichkeiten, die Wichtigkeit des Botendienstes auch mit einer Software zu unterstützen, sich anzuschauen. Das ist Ziel und Zweck dieser kurzen Guided Tour. Ich möchte dort die Möglichkeit geben, in drei gute Supportsysteme den Einblick zu geben und habe dazu Moritz Schäfer, Marius Holzwart, Kai Klintwort zu Gast, die in kurzen Einblicken Ihnen die Möglichkeit geben, dort das jeweilige Modul kennenzulernen. Das wird der erste Teil sein. Das läuft in den ersten 25 Minuten. Im zweiten Teil haben dann Sie die Möglichkeit, mit den einzelnen Anbietern noch tiefer in die einzelnen Module zu schauen, können Fragen stellen und es läuft über die Möglichkeit, an der Zoom-Session teilzunehmen. Den Link finden Sie direkt unter dem Livestream. Nutzen Sie das, gehen Sie jetzt in Dialog gleich nach unserer Guided-Tour mit den einzelnen Anbietern. Ich möchte sehr schnell auch einsteigen mit dem ersten Modul, und zwar mit ApoMap, und übergebe dir, Moritz, auch das Wort. Du bist noch stumm, Moritz? Ich hab's gerade gesehen. Dankeschön für die Übergabe. Und ich würde einfach direkt reinstarten. Erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Moritz, Gründer und Geschäftsführer von ApoMap und freue mich, euch mal einen kurzen Einblick in unser System zu geben. Danach geht es in die Breakout-Sessions, falls ihr noch weitere Fragen habt. Jetzt muss ich einmal meinen Bildschirm sharen. So, Bernd, gibst du mir einmal eine Rückmeldung, ob das funktioniert hat? Alles da, kannst starten. Ein Traum. Ja, wie schon gesagt, ApoMap sind wir benutzerfreundlichste und effektivste Liefersoftware für die Vorortapotheke. Und einmal, um das ein bisschen zusammenzufassen, ihr kennt das Problem, Botendienst ist meist analog, unorganisiert, recht kompliziert und kostenintensiv und unsicher und uneffizient. Und wenn wir da so ein bisschen in die Zukunft blicken, ja, wie sieht das alles aus? Bin ich noch konkurrenzfähig gegen den Onlinehandel? Wird das relativ schwierig ohne einen funktionierenden Botendienst. Noch zusätzlich kommt das Apothekensterben dazu. Und deswegen haben wir ApoMap entwickelt, gemeinsam mit einer Apotheke hier vor Ort. Die Apotheke von meinem Vater noch dazu. Und dadurch, dass wir ApoMap entwickelt haben, haben wir jetzt einfach diesen Botendienst transparent und digital gemacht, effizient und ressourcenschonend und benutzerfreundlich und dokumentierfähig. Unsere ApoMap besteht aus drei Teilen mittlerweile. Das ist das Dashboard, das ist die Fahrer-App und die Kunden-App. Um euch das jetzt einmal alles zu zeigen, springen wir einmal hier auf unsere App. Und zwar erreichen wir die einfach über app.apomap.de. Ihr registriert euch bei uns auf der Seite, kriegt einen Link und könnt dann innerhalb von 5 Minuten direkt damit starten, euren Botendienst zu optimieren. Und zwar ist es so, ich kann hier jetzt in dieser App entweder Lieferung manuell anlegen, Favoriten manuell anlegen, mir eine Favoritenliste anschauen, springen wir mal eben drauf und ich kann hier Aufträge suchen. Das heißt, hier links dreht sich alles um Lieferung. Ich habe hier mein Datumsfeld, ich habe hier meine nicht zugeteilten Lieferungen, meine zugeteilten und meine erledigten. Wir besitzen eine Schnittstelle zu dem Aposoft-System und zu dem ADG-System, sind auch gerade noch an weiteren Schnittstellen dran. Und dann werden die Aufträge, die ich als Botendienst markiere, bei mir im Kassensystem direkt auf die nicht zugeteilten hier gestellt. Das heißt, hier kann ich mir einfach dann die Übersichten anschauen. Okay, worum geht's? Status abrufen, Name abrufen und kann hier die Aktivitäten sehen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Dann haben wir hier rechtzeitig unsere Fahrer. Wir haben 2 aktive Fahrer momentan. Das ist die Botin Claudia und das bin ich. Diese Fahrer können wir hier bearbeiten. Wir können denen eine Routenfarbe geben. Das heißt, man kann sie immer wieder erkennen, auch über diese hinterlegte Farbe. Und ich kann jederzeit was ändern. Ich kann mir die heutigen Fahrten anschauen. Ich sehe auch meine Offline-Fahrer und dann auch meine Fahrer im Gesamten. Da will ich aber gar nicht so weit aufs Detail zugehen. Denn wir werden einfach noch ein Auslieferung hinzufügen. Entweder mache ich das hier manuell oder ich kann auch, wenn ich keine Schnittstelle zu meinem Kassensystem habe, einen Massenimport über eine CSV-Datei machen. Das heißt, ich importiere eine Botendienstliste hier bei uns in das ApoMap-System und dann wird das alles hier
in die Lieferung eingefügt. Das Gleiche kann ich mit Favoriten machen. Das heißt, ich kann einen Import einer CSV-Datei machen für meine Favoriten, für meine Kunden und kann die jederzeit dann hier abrufen und jederzeit suchen. Ich gebe jetzt einmal manuell ein, damit ihr das seht. Lieferadresse. So, zack, hier können wir ein Zeitfenster eingeben, also Lieferung ab, Lieferung bis. Das beachtet dann unsere Routenoptimierung. Wir können ja einen offenen Betrag eingeben, wir machen einfach mal 9 Euro, können hier auch eine Notiz an den Fahrer eingeben. Das sehen wir gleich. Wir haben auch die Möglichkeit, den Kunden jetzt direkt als Favoriten zu speichern. Ich drücke auf Speichern, aber vorher gebe ich hier eben noch die E-Mail-Adresse ein des Kunden, falls diese mir vorliegt. Zack. Ich drücke auf Speichern und meine Route wurde oder mein Routenpunkt wurde hier gespeichert. Was passiert jetzt? Der Kunde sitzt zu Hause und bekommt direkt auf sein Handy, gerade noch per Mail, eine Lieferbestätigung. Das ist unsere Kunden-App, ist heute rausgekommen. Ihr seid auch die Ersten, die das sehen, abgesehen vom Team. Ich kann diese App öffnen und sehe dann hier direkt den Status meiner Bestellung. Das heißt, ich kann mir hier abrufen, ist der Bote schon auf dem Weg? Wurde meine Bestellung aufgenommen? Ich kann mir hier auch Details von meiner Bestellung anzeigen lassen. Das heißt, wo geht's hin? Genau, wie viel muss ich zahlen? Und ich habe immer meine Apotheke vor Ort, also dann in dem Fall eure Apotheke hier unten mit einem Logo gekennzeichnet. So, wenn ich dann die Routenoptimierung mache, ich nehme hier 2 Fahrer, kann hier oben auswählen, welche Routenpunkte will ich optimiert haben, welche Auslieferungsstartzeit. Wir machen einfach mal 14.40 Uhr. Routenoptimierung starten, zack, das läuft einmal durch. Ich sehe dann die Routen hinterlegt mit meinen Farben und in diesem Moment kriegt der Kunde, kriegt der Bote auf sein Handy, also auf unserer App, die man auf iOS und Android installieren kann, seine Lieferliste angezeigt. Sieht hier, ich habe 9 Auslieferungen, kann sich hier die Lieferliste anschauen und kann dann dementsprechend auch einfach seinen Botendienst starten. Im gleichen Zuge bekommt natürlich der Kunde die aktuelle Meldung über den Status seiner Bestellung. Das heißt, er kriegt hier ein Lieferzeitfenster. Hier unten haben wir wieder die Apotheke. Ich drücke auf Botendienst starten, drücke auf Start. Ja, ich möchte navigiert werden. Und dann geht das Ganze auch schon los. Der Bote wird dann per Google Maps zu dem ersten Punkt navigiert. Ich komme dort als Bote an. Ich bin jetzt nicht dort vor Ort, sonst kriege ich eine Push-Nachricht. Sehe dann hier dementsprechend meinen Auftrag, sehe meinen Hinweis, den ich erst lesen muss, gelesen. Ich drücke auf geliefert und ihr seht auch hier, gleichzeitig wird bei mir im Dashboard angezeigt, wo ist mein Bote gerade. Er ist gerade vor Ort. Ich kann meinen Boten hier auf der Map verfolgen. Ich kann hier jetzt mit Karte bezahlt, bar bezahlt anklicken. Zack. Kunde macht Unterschrift oder momentan macht der Bote eine Unterschrift. Die Lieferung wurde erfolgreich ausgeliefert. Ich klicke auf Weiter und mein Kunde kriegt dementsprechend auch die Statusmeldung. Jetzt muss ich einmal auf die Uhr schauen. Die 7 Minuten haben wir schon überschritten. 30 Sekunden. Würde euch das aber gerne noch zeigen. Ich habe dann hier dementsprechend die Übersicht. Sehe hier meine Aktivitäten-Timeline dieser Auslieferung und kann alles nochmal nachverfolgen. Falls es dazu jetzt noch Fragen gibt, einfach bei mir melden. Und viel Spaß mit genau. Tune und Puls. Ich übernehme wieder und bitte direkt den Marius, sein Video anzuschalten und auch den Bildschirm zu übernehmen. Wer bei Dive-In reinschauen will, ist gleich möglich, direkt im Anschluss an unsere Session, dann in den Zoom-Sessions, die Links finden Sie. Würde direkt den Marius bitten, ich zu übernehmen. Ich kann das Video nicht starten, weil es unterbunden ist. Jawohl, jetzt geht's. Sehr gut, ich starte auch mal eben meinen Bildschirm. Oh. Zack.
Sieht man jetzt meine Präsentation? Jawohl. Wunderbar. Ja, dann auch von mir ein herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Holzwart. Ich bin Produktmanager von Apotune und möchte ganz kurz zeigen und präsentieren, was wir im Bereich der Botendienstoptimierung für Apotheken machen. Und starte einfach direkt durch, um mal darauf einzugehen, welche Stellschrauben gibt es überhaupt, um den Botendienst in einer Apotheke zu optimieren. Das ist zum einen natürlich der Beginn von allem, die Kommissionierung der Ware in der Apotheke. Häufig ein Prozess, der natürlich von den Warenwirtschaften schon weitestgehend gestützt ist. Aber auch da lässt sich eben noch ein bisschen was dran machen. Dann die Übergabe der Ware aus der Apotheke an den Boten, also das Einladen der Ware ins Auto. Ist ein Prozess, der häufig sehr viel Zeit kostet. Die Abwicklungszeit beim Kunden, ich sage es immer, es ist die Quality Time, die Zeit beim Kunden, der Eindruck an der Tür ist sehr wertvoll und da sollte man auch den größten Fokus drauf legen, diese Qualität zu erhalten. Und natürlich die Routenplanung selber, die Fahrzeit pro Auftrag. Und hier lässt sich natürlich dann durch Routenoptimierung bis zu 20% Zeit sparen, weil man eben auch Bündelungen von Aufträgen betreiben kann und dadurch die Strecken pro Auftrag sehr stark reduziert, weil alle Aufträge näher beieinander liegen. Ja, was macht Apotune Drive genau in der ganzen Konstellation? Wir importieren Lieferaufträge aus der Warenwirtschaft. Wir haben dabei Schnittstellen eigentlich zu allen Warenwirtschaften, die groß im Markt vertreten sind, bis auf vielleicht zwei, drei kleine. Haben auch bei den größten Warenwirtschaften überall Komfortschnittstellen, um das Ganze möglichst automatisiert direkt aus den Kassenmodulen in Apotune zu übertragen. Wir teilen dann die Fahrten und Lieferaufträge für mehrere Boten in unserer Software auf. Das kann also mit einem Boten gemacht werden. Das kann aber auch bis zu 20, 30 Fahrer betragen. Unsere größten Kunden haben teilweise einen gesamten Fuhrpark, der unterwegs ist, um die Lieferungen auszufahren. Wir machen dabei eine Routenoptimierung für jeden einzelnen Fahrer und berücksichtigen dabei vor allem besondere Parameter, nämlich zum einen Erreichbarkeitszeiten der Kunden, die häufig schon in der Warenwirtschaft im Kassenmodul hinterlegt werden können. Dass Frau Müller angibt, zum Beispiel erst ab 19 Uhr zu Hause zu sein. Das berücksichtigen wir und schieben den Auftrag entsprechend nach hinten. Wir können Öffnungszeiten von Arztpraxen berücksichtigen, wenn es um die Rezeptabholung und das Rezeptmanagement geht. Und wir können Routenoptimierungen für verschiedene Fahrzeugtypen betreiben, beispielsweise Fahrradrouten in Innenstadtlagen, Münster, da wo ich studiert habe, als Fahrradstadt, häufig auch mit Fahrrädern unterwegs. Wir bieten eine Prognose der Fahrzeit zur besseren Planung an. Also man sieht immer direkt, wann wird der Fahrer voraussichtlich bei welchem Kunden sein. Das weiß ich schon während der Planung letztlich vorab. Und unser System arbeitet komplett filialübergreifend. Also wir können die Aufträge mehrerer Filialen bündeln, in Touren zusammenfassen und dann optimiert auch filialübergreifend ausliefern, wenn die Standorte sinnvollerweise zusammenliegen oder geografisch einigermaßen nah beieinander. Der große Vorteil dann in der Apotheke entsteht letztlich darin, dass die Apotheke komplett informiert ist und immer Live-Informationen über den aktuellen Sendestatus oder Lieferstatus in der Apotheke hat. Sie weiß, wo der Fahrer ist, wann er voraussichtlich bei welchem Kunden sein wird, kann also auch entsprechend Auskunft geben am Telefon, wenn der Kunde mal anruft. Und es gibt auch eine Möglichkeit der smarten Temperaturaufzeichnung. Wir haben hier neu die Temperaturlogger, die Apotune Cubes, kleine smarte Bluetooth-Thermometer, um die Temperatur aufzuzeichnen. Marius, ganz kurz, du bist im Präsentationsmodus beziehungsweise im Referentenmodus, wenn du es noch ändern möchtest. Referentenmodus? Ja. Was heißt Referentenmodus? Wir sehen das, was die nächste Slide ist, aber lass dich nicht irritieren. Ach so, ja. Das ist im Notfall nicht ganz so schlimm. Ich wechsle jetzt mal einmal, jetzt besser? Ich glaube, jetzt im Vollbild das Ganze? Ja. Jawohl, okay, super. Die smarte Temperaturaufzeichnung, also unsere Apotheon Cubes ermöglichen, Temperaturen aufzuzeichnen und während der Fahrt zu überwachen. Dabei bieten wir auch die Möglichkeit einer Warnfunktion, also der Fahrer und auch die Apotheke werden gewarnt, wenn die Temperatur während der Fahrt bei Kühlarzneimitteln beispielsweise den Bereich von 2 bis 8 Grad verlässt. Die Kunden können dann
an der Haustür den Empfang der Ware und auch der Temperaturkontrolle unterschreiben, sodass das Ganze dokumentiert wird. Wir haben die Möglichkeit, Kartenzahlung anzubieten an der Haustür, unterstützen dort EC-Geräte der Firma SumUp, die direkt mit dem iPad des Fahrers zu koppeln sind, sodass wir auch dort den Zahlvorgang komfortabel abbilden können. Wir halten dabei in einer Zahlungsübersicht selbstverständlich alle Zahlungsvorgänge auch filialübergreifend auseinander. Wie viel Geld wurde für welchen Standort kassiert? Wie viel Geld wurde bar kassiert? Wie viel wurde mit Karte kassiert? Sodass das Ganze transparent und auch sehr einfach im Nachgang auseinander zu dividieren ist. Und wir bieten natürlich Auswertung und Fahrtberichte an, um überhaupt mal nachzuvollziehen, was kostet mich der Botendienst eigentlich, wie viel Kilometer fahre ich, wie viel Zeit verbringen meine Fahrer mit dem Botendienst, sodass man wirklich diese Blackbox, die es bei den meisten Apotheken ist, keiner weiß genau, was der Botendienst eigentlich wirklich kostet, einigermaßen transparent mal aufdecken kann, um auch zu sehen, ist das Ganze wirtschaftlich überhaupt zu betreiben. Und man kann sagen, häufig lässt sich das Ganze sogar ganz gut machen, wenn die Touren gut optimiert sind und der Prozess gestrafft ist. Wir haben sehr viele Schnittstellen, Premium-Schnittstellen zu den großen, das hatte ich schon angesprochen, Pharmatechnik, CGM Lauer, Avinta, aber auch die Marktführer im Shop-Bereich, Apozin und Mauve, sind als Premium-Schnittstelle mit angebunden und die anderen Warenwirtschaften unten auch über einen Import mit angebunden. Wir können auch die Kunden über Statusänderungen im Lieferprozess informieren. Gerade auch in Verbindung mit den Shop-Systemen ist das häufig interessant, weil dort ja E-Mail-Adresse der Kunden vorliegt und wir den Lieferstatus direkt an die Shop-Anbieter zurückübermitteln, die dann im Namen des Shops und auch im Design des Shops an die Kunden E-Mails schreiben können, dass der Fahrer unterwegs ist, wann er da sein wird, dass die Ware abgegeben wurde. Ja, und wer sich das Ganze einfach in Farbe und bunt einfach mal angucken möchte, den lade ich gerne ein in den Breakout-Room gleich. Dort werde ich die Software dann auch einfach mal in live zeigen. Das ist in 7 Minuten mir jetzt ein bisschen zu knapp gewesen, um da auf Sachen einzugehen. Möchte aber noch eine kleine Expo-Farm-Aktion mitteilen. Für alle, die das den Vortrag gerade sehen, schnell den Gutscheincode notieren, expofarm-2020. Dort gibt es einen 500 € Wertgutschein, falls ihr Interesse an Apotune habt. Prima. Soweit durch. Herzlichen Dank. Wer Interesse hat, das zu vertiefen, herzlich eingeladen. Schaut euch an. Die Sessions sind verfügbar direkt im Anschluss. Und ja. Ich wieder, mich hoffentlich hört. Ja. Ihr seid ja auch eingestiegen in das Thema. Ihr seid seit kurzem auch mit einem tollen Angebot draußen. Ja. Und gerne Bildschirm teilen. Ja, mein Video kann ich jetzt nicht starten, das macht aber nichts. Ich teile gerne meinen Bildschirm. So, dann nehmen wir mal den Browser. Ich mache eine Live-Präsentation. So, mein Video starten. Jetzt, wer mein Video oben rechts eingeblendet hat, der kann mich jetzt auch sehen. Herzlich willkommen hier aus dem Urlaub auf Amrum. Internetverbindung ist hier nicht so sensationell. Wenn was schief geht, dann ist der Herr Müller aber dabei und springt ein. Kurz zu mir, mein Name ist Kai Klintwort, ich bin 39 Jahre jung, verheiratet und habe 5 Kinder. Wie man sieht, funktioniert jetzt hier der Login schon nicht, wahrscheinlich wegen der Internetgeschwindigkeit, aber mit einem zweiten Versuch machen wir es. Bisschen gewagt, dass wir hier live präsentieren wollen, aber wenn schon, denn schon, möchte ich gerne einen Eindruck bringen. Kurz zur Puls Team Software. Unsere Software ist eine Cloud-Software, das heißt, die kann man von jedem internetfähigen Gerät aus aufrufen, egal ob es ein Desktop-PC, ein Smartphone oder ein iPad ist. Und wir arbeiten auch getreu dem Motto Bring Your Own Device, das heißt, jeder Mitarbeiter kann hier theoretisch auch sein eigenes Smartphone nutzen, um Dinge zu erledigen, insbesondere hier im Bereich Botendienst. Die Puls Team Software ist insbesondere stark in der Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Organisation und vor allen Dingen Kommunikation mit Live-Kommunikation in der Apotheke. Heute soll es aber um Botendienst gehen. Wir haben unsere Software aufgeteilt in 3 Rubriken. Hier links sind die Touren, heute für Bad Schwartau und Timmendorfer Strand schon angelegt. In der Mitte sind die Lieferungen und rechts sehen wir unser Liefergebiet. Meine Frau und ich betreiben 4 Apotheken hier im Raum Timmendorfer Strand, Bad Schwartau und Lübeck. Und ich habe hier ein paar Lieferungen schon hinzugefügt. Wir haben prominente Gäste hier heute, wie zum Beispiel Herrn Holzwart, Herrn Nattler, Herrn Götze, aber auch
Herrn Dr. Fodi. Wie wir sehen, sind die Lieferungen eingefärbt, je nach dem Liefergebiet. Die vier Apotheken, die wir betreiben, da nutzen wir zwei Touren. Wir haben also zwei Apotheken, die nur ausliefern, beziehungsweise eine Tour in Bad Schwartau und eine in Timmendorfer Strand. Die haben wir hier reingeladen. Man kann natürlich manuell hier reingehen und eine Mobilfunknummer eintragen oder die Adresse korrigieren etc. Das mache ich jetzt mal nicht. Und das Schöne ist, es gibt verschiedene Wege bei uns, wie wir diese Lieferung in die Tour bekommen. Wir können es ganz einfach via Drag and Drop machen und die Tour darüber ziehen. Wenn uns das zu kompliziert ist, können wir aber auch Lieferungen auf der Karte markieren und dann in die Tour überführen. Und wenn wir es gerne noch einfacher hätten, dann machen wir einfach einen rechten Mausklick auf das Liefergebiet, wählen alle aus und sagen, wir möchten das gerne in die einzelne Tour überführt haben. So, jetzt bleiben hier aus Bad Schwartau noch drei über. Die bringe ich einmal auch in die Tour. Normalerweise geht es halt schneller, weil man sich nur für einen Weg entscheidet und nicht alle drei. Wir sehen direkt in der Tourübersicht, ob etwas zu kassieren ist. Hier sind es in Summe 19,45 Euro und hier 15 Euro. Natürlich kann der Fahrer in seiner App, die er hat, egal ob das eben Android oder iOS ist, auch selektieren, ob das via EC oder bar bezahlt wird. Wenn wir jetzt eine dieser Touren anklicken, dann wird auch automatisch die Tour berechnet. Vorher möchte ich aber zeigen, wie Sie hier auch Daten importieren können von verschiedenen Warenwirtschaftsanbietern. Dann kann man auch schon sagen, ob die Lieferungen bereits vorrätig sind oder ob noch gewartet werden muss. Und natürlich muss man eine Apotheke auswählen, für die die Daten reingespielt werden. Und dann kann der Kunde wahlweise sagen, er möchte für jede Apotheke einzeln ausliefern oder mehrere zusammen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jetzt nehmen wir mal die Bad Schwartauer Tour. Wir haben hier natürlich auch eine Routenoptimierung. Wir sehen hier unten einen Forecast, wie lange das ungefähr dauert, bis der Fahrer wieder da ist und wie lang die Strecke ist. Und hier haben wir bereits einen Fahrer selektiert, das bin ich. Sollte man sich noch für keinen entschieden haben in der Tour, wird das direkt, das möchte ich hier zeigen, bei der Übergabe passieren. Also wenn ich auf Anbote übergeben klicke, habe ich hier die Wahl und kann mir einen der Teilnehmer auf der Plattform aussuchen, der dann als Bote agiert. Hier wird sicherheitshalber nochmal abgefragt, ob ich die Routenoptimierung durchführen möchte, damit das auf jeden Fall passiert. Und in diesem Moment sehen wir auch in der Übersicht, dass das für den Boten freigeschaltet ist. Was die Kontrolle angeht, das ist für uns hier in der Apotheke immer ganz wichtig, weil wir es kennen. Kunde ruft abends an und sagt hier oder am nächsten Tag, was ist mit meiner Lieferung? Da können wir beispielsweise dann hier in die zugewiesenen Lieferungen gehen. Wenn Herr Dr. Fodi anruft, dann sehen wir, okay, der ist in der Timmendorfer Tour. Dann schauen wir da rein und sehen, es sind 5 Lieferungen. Und das können wir erkennen, indem hier oben 5 graue Striche sind. In dem Moment, wo der Fahrer auf der App die Tour startet, wird die erste Lieferung gelb. Das heißt, das ist die nächste, die angefahren wird. Erfolgreiche sind grün und nicht erfolgreiche, die sind rot gekennzeichnet. So hat man einen ganz schnellen Überblick, auch an welcher Stelle der Tour der Fahrer sich befindet und auch, wie lange er noch braucht bis zum nächsten Punkt. Das Schönste allerdings an unserer Software ist, dass Kunden, die eine Mobilfunknummer hinterlegt haben oder deren Festnetznummer in unserem Feld eingetragen ist, automatisch 3 SMS bekommen. In dem Moment, wo der Fahrer die Tour startet, bekommt man eine SMS, dass jetzt die Ware sich im Auto befindet und der Fahrer heute eintrifft. Wenn man der Nächste in der Reihe ist, dann lautet der Text mit der SMS, dass nur noch eine Auslieferung entfernt sind und in Kürze der Fahrer eintrifft. Und dann wird natürlich der Kunde auch über die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Zustellung informiert, beziehungsweise darüber informiert, dass sich die Ware beim Nachbarn befindet oder am vereinbarten Ablageort etc. pp. Das war ein relativ schneller Überblick über unser leistungsstarkes Modul.
Wir haben natürlich auch ein sensationelles Messeangebot. Wenn ich hier das Interesse geweckt habe, dann würde ich mich natürlich freuen, den einen oder anderen noch im Breakout-Room zu treffen. Und ja, wie gesagt, zum Thema SMS, das sind wir gewohnt. Wenn ich was bei Amazon bestelle oder sonst wo, ich kriege von DHL und von anderen über SMS, über die App und über sonstige Dinge, E-Mail-Benachrichtigung, wie der Lieferstatus ist. Und wir glauben aber, dass ich für eine Apotheke wahrscheinlich keine eine App aufs Telefon installieren möchte, aber trotzdem ist jeder gewohnt, dass er auch eine SMS-Benachrichtigung bekommt. Und unsere Kunden finden es total schön, dass wir diese Option haben. Und wie gesagt, wenn da eine Festnetznummer eingetragen ist, wir kennen es, dann gibt es einen kurzen Anruf und der Text wird von einer angenehmen Stimme vorgelesen. Und immer wieder am Ende natürlich bei uns dann Ihre Klimfort-Apotheken und ja, sonst wo es dann Franziskus Apotheke oder sonst was. Prima, herzlichen Dank für den Schnelldurchlauf. Es ging darum, so ein bisschen Look and Feel zu kriegen von dem Tool, was bietet seine Unterstützung. Und ich lade sehr, sehr herzlich ein, das jetzt zu vertiefen mit den Kollegen, die Sie gesehen haben. Die wechseln jetzt geschwind in die Räume. Ich möchte allen Teilnehmern hier auch geschwind zeigen, wie sie das selber können. Und zwar können Sie das, Sekunde. Moment.